So, bevor es richtig losgeht mit dem neuen Video, nächsten Monat gibt es wieder die Manifestation-Challenge, Selbstliebe-Challenge und die äußerst beliebte Drama-Challenge. Wenn das was für euch ist, geht am 1. Juli los. Und der Liebescode ist eigentlich auf Englisch übersetzt, auf Englisch erschienen auf Amazon, heißt, ich blende es hier mal ein, Decoding Love. Würde mich freuen, wenn ihr es in euren englischen, falls ihr da irgendwie connected seid, englische Communities, weitergebt oder selber lest oder Leuten weiter empfiehlt, die Englisch lesen können. Und jetzt geht's los. Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schemmer, Paterboy, Beziehungscoach, Lohnpsychologe. Ja, ich wünsche euch immer ein bisschen längere Videos. Wir werden mal zwei Dating-E-Mails heute besprechen. Einmal geht's um die Frage, wann habe ich mit jemand abgeschlossen? Und dann haben wir sozusagen einen Schritt weiter. Es wird schon wieder gedatet. Also welche realistischen Erwartungen sollte man da haben und welche Erwartungen sind vielleicht unrealistisch, was jetzt so Menge an Dates angeht, sage ich mal. Also wir fangen an mit einer weiblich gelesenen Person, mit der Andretschkola. Und es geht, wie gesagt, um das Thema Liebeskummer, wann habe ich abgeschlossen? Lieber Christian, ich bin deinem Rat gefolgt und auf null Kontakt gegangen. Seitdem ist der Liebeskummer deutlich weggegangen. Zuletzt gesehen haben wir uns für einem halben Jahr. Also ich weiß es nicht, kenne jetzt deine Beziehung nicht. Halbes Jahr muss jetzt übrigens nicht so viel sein. Also nach einer richtig klasse A toxischen Beziehung, man sagt so, dass bis zu anderthalb Jahre dauert, dass man so richtig wieder auf dem Damm ist. Vorausgesetzt, es gibt null Kontakt. Sonst kann es auch noch viel länger dauern. Doch er schwirrt mir immer wieder ab und zu im Kopf herum. Völlig normal. Ich vermute mal, ich gehe jetzt mal davon aus, du hattest so eine liebessüchtige Beziehung. Völlig normal. Also es wird nicht so graduell besser, sondern die Zeiten, wo du nicht an ihn denkst, nehmen einfach immer weiter zu. Aber dann, wenn du an ihn denkst, dann denkst du an ihn so, ne? Das ist normal. Gestern kam ich auf die Idee, sein Instagram-Profil mit Bildern anzuschauen. Warum? Leute, warum? Warum? Ich habe wirklich immer nur eine Bitte. Wenn ihr meine Arbeit macht, nehmt euch ein halbes Jahr und haltet euch sklavisch. 1:1. Also das macht wirklich den Unterschied, häufig. Sklavisch an meine Tipps. Was sage ich? Kein Kontakt und keine Informationen. Also man kann auch schon diskutieren, ob das nicht auch eine Art von so virtuellem Kontakt ist, sich die Profilbilder anzugucken. Aber zumindest könnte man sagen, das fällt unter den Faktor keine Informationen. Diese Person ist tot für dich, die hat auch nie existiert. Deswegen kann man sich da auch kein Instagram anschauen. So, das ist ein Irrsinn. Das verwechselt man gern so mit Ängsten. Mit Ängsten ist ja wunderbar, sich da mal zu konfrontieren und so. Bei so Süchten, wie ich das jetzt mal so nennen würde, Liebessucht, ist Vermeidung das Richtige. So, ne? Also vermeidet es einfach. Ne? Warum sich in Gefahr begeben? Ne? Das kann richtig schief gehen, dass du dir wieder die Fotos anguckst, dann triggert dich wieder irgendwas und plötzlich ist mal wieder im Kontakt. Also, lass das. Es ist alles menschlich, ne? Aber völlig unnötiges Risiko, würde ich nicht machen, ne? Was willst du da herausfinden? Also, ich weiß nicht, also ich hatte ja so drei, würde ich sagen, echt richtig toxische Beziehungen in meinem Leben. Und gut, eine ist eh tot, die kann ich jetzt gar nicht, wiedersehen. Also leider für sie jetzt. Ansonsten weiß ich nicht. Eine habe ich mal wieder gesehen nach vielen Jahren, so zufällig auf der Straße, hat gar nichts in mir ausgelöst. Aber ich würde es, ich glaube, ich hätte eher Sorge vor anderen Gefühlen, sag ich mal, negativen Gefühlen, aber gut. Aber trotzdem ist es für mich, weiß ich nicht, muss man nichts testen, das ist vorbei, irgendwie so, ne? So. Also um zu testen, ob nur alle Gefühle weg sind, Leute, macht das nicht, ey. Wirklich, das ist richtig, macht das nicht, ey. Aufgefallen ist, dass mir extrem schlecht wurde, Übelkeit, Angst und ein sehr schlechtes Bauchgefühl. Ja, weil dich die Beziehung wahrscheinlich so traumatisiert hat, so, ja. Aber was ist davon jetzt gewonnen, ne? Der Mann, den ich einst sehr attraktiv fand und eigentlich noch ist, löste nur noch Unbehagen aus. Ich meine, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wobei, das ist mir immer noch zu viel Ladung drauf eigentlich. Eigentlich will man dahin kommen, dass die Sucht komplett bricht, dass man einfach gar nichts mehr fühlt. Aber warum? Das spielt keine Rolle. Du musst dir nie wieder diesen Scheiß angucken.
muss nie wieder diese E-Mails lesen oder WhatsApp-Chats, alles weg, schon alles weg, vorbei, ist es nicht wert, fertig. Würde ich nicht machen. Ja. Ich dachte direkt an die toxische Beziehungsdynamik und konnte mir niemals vorstellen, wieder was mit ihm anzufangen. Naja, immerhin ist da jetzt nichts, hast jetzt nicht wieder neue Suchtgefühle bekommen. Ich habe ihn nun sicherheitshalber wieder blockiert. Also wirklich, lass das. Ich frage mich, ob es ein gutes Zeichen ist. Also es spielt einfach keine Rolle. Diese Person ist tot für dich. Und wie gesagt, also so tot, dass sie noch niemals existiert hat. Und da guckt man sich keine Fotos an und dann denkt man euch drüber nach, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Du lebst einfach dein Leben weiter. Fertig, ne? Und guckst nach vorne. Oder ob man erst sagen kann, dass man bei jemandem weg ist, wenn keine so schlimmen Gefühle mehr auftauchen, sobald man die Person sieht. Leute, hört mit diesen Tests auf, wirklich. Es spielt keine Rolle. Du bist über ihnen weg, wenn du eine neue gute Beziehung oder eine bessere hoffentlich führen kannst. Und das muss man nicht testen. Du Lust hast, jemand Neues zu daten, dann machst du es einfach. Und wenn da Störungen auftauchen, dann guck mal halt, was für Störungen es da gibt. Jetzt nach einem halben Jahr von einer wirklich schlimmen Beziehung, dass da noch irgendwelche Gefühle auftauchen, ist von dem jetzt gar nicht, aber wir wollen das nicht testen, wir wollen davon weg irgendwie, ne? Das Gegenteil von Liebe soll ja Gleichgültigkeit sein. Ja, aber es gibt auch keinen, eigentlich gibt es auch kein Ziel. Das, wie gesagt, also meine Lehre ist, diese Person ist einfach weg, tot, vorbei, aus, hat es nie gegeben, wird nicht mehr, kein Tagebuch mehr gelesen, keine, was weiß ich, wird das Social Media wird nicht verfolgt, wird auch nicht gefragt, ob nicht mal gefragt, ob du über ihn weg bist oder irgendwie was, fertig, ist vorbei, es gab's nie, ist vorbei. So, um nicht, einfach nur an dieser Idee, sich wirklich zu enttoxifizieren, so, ne? Und die Selbsterstellung auf seinem Profil ist ein großer Abtörner für mich, ja, aber das weißt du auch so, dafür musst du dir nicht sein Profil angucken, ne? Ich habe ihn nun sicherheitshalber blockiert. Ab und zu träume ich noch von ihm. Ja, man könnte jetzt sagen, du bist nicht komplett drüber hinweg, aber es spielt keine Rolle. Natürlich, du kannst, wenn du dich bereit fühlst, kannst du wieder neu daten und oft verschwinden auch die letzten. Das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Das sind so Abhängigkeits- oder wie soll ich mal sagen, man dieser Entzug von den körpereigenen Hormonen. Und manchmal hilft dann auch eine neue Person, da die letzten Reste dann noch rauszuschieben. Aber auch das, dann träumst du eben von ihm. Ja, who cares? Ne? Ich habe etwas Angst, ihm jemals wieder in echt zu begegnen und vermeide Gegenden, wo er sich aufhalten könnte. Ja, das würde ich auch machen. Richtig. Ich ziehe dieses Jahr um und hoffe, dass der Umzug auch neue positive Erinnerungen hervorrufen wird. Bestimmt. Vielleicht lernen wir auch dort einen neuen Partner ohne Online-Dating kennen. Ich habe auch beschlossen, Instagram-Nummer erstmal komplett zu vermeiden. Mir wurden lauter glückliche Pärchen vorgeschlagen und Influencer. Leute, jetzt glaubt doch nicht immer alles, was ihr da seht. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, es hat. Ich habe das in letzter Zeit auch wahrgenommen. Ich bin wenig auf. Also surftechnisch bin ich nicht so viel auf Instagram, sondern bin ich eher so auf Twitter unterwegs oder mal TikTok. Und ich hatte auch so, also eigentlich bei Twitter fast noch mehr das Gefühl, boah, das ist auch irgendwie alles so negativ und weiß ich nicht, das ist immer diese ganze, sich über alles beschweren immer und ach, also man muss wirklich gucken, ob man das gut tut. Und notfalls auch mal Pause machen mit Social Media. Könnt ihr auch mal die Drama-Challenge, die müsste eigentlich jetzt wieder losgehen am nächsten 1. Was ist denn das? Der 1. Juli. Wahrscheinlich auch mit Selbstliebe Challenge Advanced und noch so ein paar Sachen. Werden wir nochmal posten. Aber ja, das kann dann schon ganz schön. Also man sollte alles lassen, was einen triggert und was einem schlechte Vibes gibt. Und wenn dir schlechte Vibes gibt, ich meine, das ist sowieso alles gestellt von vorne bis hinten. Und ich meine, guck dir diese Reality-Stars an, man, das ist ja auch gerade wieder nur Drama. Ich verfolge das nur noch so am Rande. Also ja, die haben die irgendwann mal eine längere, diese Leute in längere Beziehung, haben überhaupt Leute in, wie viele Leute gibt es, die wirklich Beziehungen haben, die wirklich Vorzeigecharakter haben, innen und außen, sage ich mal. Und klar, es wird mal so dargestellt, aber es ist ja alles. Also, aber finde ich auch gut, da ein bisschen
vielleicht das mal nicht zu gucken. Bei mir löste das Gefühl aus, nicht genügend gute Entscheidungen getroffen zu haben. Ja, aber wer trifft schon immer gute Entscheidungen? Also wenn ich alle schlechten Entscheidungen in meinem Leben auf den Stapel legen würde, wäre echt ziemlich hoch, glaube ich. Gut, vor allen Dingen gibt es einige wenige Entscheidungen, die, glaube ich, mein Leben sehr negativ beeinflusst haben in der Vergangenheit. Aber auch das war ja letztlich das, was dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Also ich würde das gar nicht so negativ sehen. Ne? Mach mal die Dankbarkeitsübung. Guck gleich mal in Modul 1 rein. Ne? Die ist da sehr hilfreich. Oder auch eine Selbstliebe-Challenge. Ohne Instagram und das Anschauen von glücklichen Pärchenbildern bin ich vielleicht glücklicher und komme besser im Heilungsprozess voran. Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Danke für deine Arbeit und würde gerne deine Meinung zu glücklichen Pärchentrend auf Instagram hören und wo man sich sicher sein kann, mit jemandem abgeschlossen zu haben. Lass es, lass diese Gedanken los, lass all diese Gedanken um deinen Ex los, lass es einfach los und dann hast du auch abgeschlossen. So, ne? Also. Und hier diese Couple Goals Geschichte meinst du wahrscheinlich, guck dir das doch nicht an. Wie gesagt, das ist sowieso zu 99% fake, ne? Gut, dann gucken wir uns mal noch eine andere E-Mail an. So, von einem von einer männlich gelesenen Person, dem Oslovkov. Hallo Christian, vielen Dank für deine Kurse und deine Bücher. Durch sie konnte ich zweimal mich aus einem ekelhaften Liebeskummer herausarbeiten und habe viel über mich und meinen Bindungsverhalten gelernt. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin männlich gelesen. Meine steht männlich. Anfang 30. Bisher hatte ich nur 3 richtige Beziehungen. Was heißt nur? Das ist so das Thema in dieser Beziehung. Was heißt nur? Viele Leute hatten bis 30 überhaupt noch keine richtige Beziehung. Ist ja heutzutage auch gar nicht mehr so on vogue, scheinbar, in der Großstadt zumindest. Aber wieso nur? Die haben circa 1 bis 2 Jahre gedauert. Ja, ist doch super. Sagt heutzutage, das muss man das glaube ich, alles ein bisschen anders werten, als es vielleicht vor 20 Jahren gewertet hat. Und ja, kann man auch darauf aufbauen. Ist mehr als die 200 Tage. Und ja, einfach sei der Partner, den du daten willst. Leb ein leistes, geiles Leben. Fokussiere dich nicht so sehr auf Beziehungen und dann wird er schon, ne? Und natürlich Dating üben, aber das hast du auch hier gemacht. Auf deinen Hinweis versuchte ich mich am Offline-Dating, das ist aber gar nicht so leicht und mittlerweile bin ich echt gefrustet. Das Frauenansprechen war zwar für mich mal jedes Mal ein Empowering-Moment und das ist auch das Allerwichtigste, dass du bereit bist, wenn die richtige Person in dein Leben kommt und dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, wie du sie ansprichst. Das ist großartig. Und die Personen haben sich meist für die Aufmerksamkeit gefreut, aber in einem Jahr haben sich gerade mal so 3 One-Night-Stands ergeben. Also ehrlich gesagt, für Offline-Dating, für, wenn du jetzt nicht, weiß ich nicht, Schauspieler bist oder ich weiß nicht was, für einen Mann heutzutage ist es jetzt 3 One-Night-Stands im Jahr, ist jetzt nicht per se schlecht. Also, weiß nicht, wer das seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare so. Vor allem durch Offline-Dating, also da kannst du ja echt mal auf die Schulter klopfen, so, ne? Aber wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Das Frauenansprechen, ja. Ansonsten viele höfliche Absagen gegeben. Also ein Mann, der das macht, und da kriegst du wirklich mal ein absolutes Lob für, der geht durch eine Menge Absagen, wie gesagt, das. Und ich meine, selbst die wirklich super gut aussehen und was weiß ich, die kriegen ja auch Absagen, ne? Weil du triffst auf jemanden, der vielleicht vergeben ist. Und die Kunst beim Offline-Dating, vor allen Dingen für Männer, ist halt so ein bisschen stumpf zu werden gegen die Absagen, ne? Und einfach zu sagen, ja, das, und einfach davon auszugehen, okay, das ist so, sozusagen meine Prozentzahl, wo ich ein positives Feedback kriege. Und Frauen sind da ja auch viel, viel pickier so und nee, ist alles gut. Was mich dabei besonders irritiert, ist, wenn die Kontaktaufnahme scheinbar super flüssig verläuft, Kontaktdaten ausgetauscht werden, aber die Frau sich dann noch nicht mehr meldet oder eine ellenlange Ausrede schreibt, weswegen sie doch keine Zeit hätte. Das ist alles nicht schlimm, weil dann fällt ihr vielleicht auf, aber sie ist doch vergeben. oder sie überlegt sich es nochmal, aber das zeigt, dass du dieses Pickup auf jeden Fall beherrschst und da bist du schon mal ganz weit vorne dran. Beherrschen viele heutzutage nicht mehr, ne? Siehe auch mein letztes großes Dating-Video, was ich ja gemacht habe vor ein paar Tagen.
Ich befolge deinen Tipps aus dem Datingkurs, bleibe zumindest nach aus immer cool und gelassen und fokussiere darauf, mein Leben spannend zu gestalten. Ja, das gelingt mir zumeist, und auf Ablehnung gelassen zu reagieren. Mein durchschnittliches Wohlfühlerlebnis hat sich tatsächlich um einiges gesteigert, aber der Wunsch nach einer Beziehung bleibt natürlich. Dennoch frage ich mich, ob es normal ist, dass ich so schwer erstmal in einen Datingprozess komme. Also du mit dem Pickup hast ja scheinbar keine Probleme. Und ist jetzt schwer zu sagen, weil ich meine, was willst du jetzt zwischen ansprechen und sie sagt dir jetzt irgendwie ab, was willst du da falsch machen? Also da kann man sozusagen nur die Anzahl erhöhen und da komme ich auch gleich nochmal drauf. Also die Frage ist natürlich mit diesen drei One-Night-Stands, weil da kommen wir, glaube ich, jetzt auch noch zu. Das meiste wurde ja im Keim erschickt. Bei den drei One-Night-Stands wollte einmal die Frau nicht und bei den anderen ich nicht, da sich ein Dealbreaker Drogen wohnt so weit weggezeigt hat. Ja, aber das ist doch alles nichts Schlechtes. Also du kennst sie ja auch nicht, ne? Also nur, dass man sich jetzt offline kennengelernt hat, also nicht automatisch es weitergeht. Also gesagt, man kann höchstens dann noch weiter ein nice, geiles Leben, es gibt ja auch so einen Kurs bei mir, Spiritualität, ein nice, geiles Leben, also daran arbeiten, dass man wirklich alle, möglichst viel diese Neediness-Sachen so rausräumt und dass einem das wirklich egal wird. Also da kann man immer noch ein bisschen dran arbeiten. Ich denke, dass ich viel zu bieten habe, bin schlank, durchtrainiert, habe volles Haar und ein hübsches Gesicht. Zumindest wurde mir das häufiger von Freunden gesagt. Ich lese viel, vor allen Dingen Philosophie und Psychologie, verdiene gut. Zu nett bin ich, denke ich auch nicht und vermutlich auch kein unangenehmer Gesprächspartner. Ich glaube, da läuft gar nichts falsch. Was ich dir empfehlen würde, weil du jetzt ja Offline-Dating schon geübt hast, mach ruhig ein bisschen Online-Dating zwischendurch, um Dating-Erfahrung zu bekommen einfach. Um vielleicht nochmal diesen Übergang, also nicht, dass ich jetzt Erwartung hätte, da kommt so wahnsinnig viel raus, aber um dieses wirklich lockere, selbstverständliche Dating zu üben, so dieses, wie verhalte ich mich zwischen Date 1 und Date 2 und so dieses Laid-Back in der männlichen Polarität zu üben noch weiter. Also für dich wäre, glaube ich, gut, einfach mehr Gelegenheiten zu haben und warum nicht ein bisschen anbauen mit Online-Dating, würde ich in dem Fall tatsächlich in Ordnung finden. So. Genau. Zu hoch sind die Mannansprüche sicher nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Oder es ist einfach die Aufgabe des Mannes, mit so etwas klarzukommen. Und geht es letztlich den meisten so? Würde ich sagen, ja. Tatsächlich. Viele Grüße und ich freue mich auf weiteren Content von dir. Ja, ich habe mal, ich war auch immer in so einem Offline-Dating-Kurs als Teilnehmer von einer Kollegin sozusagen. Und die hat erzählt, dass sie in so einer Bar war von so einem Typen, der einfach von Tisch zu Tisch gegangen ist und eine Frau nach der anderen angesprochen hat, ob sie mit ihm mitgeht nach Hause, so, ne? Und die 10. oder 15. ist dann mitgegangen, so, ne? Und das ist vielleicht eine ähnliche Prozentlage, wie sie bei dir jetzt ist. Aber der Typ hat sich wahrscheinlich einfach gesagt, ja, das ist scheißegal, ich spreche auch so lange einer an, bis einer dabei ist. So, ich meine, kann man jetzt werten, kann man auch lassen oder gut finden oder nicht gut finden, wie er das macht. Aber also er akzeptiert einfach diese Ausschussquote, sage ich mal, und geht damit einer nach Hause, ne? Weil er den Mut hat, das zu machen, so, ne? Und das fand ich sehr beeindruckt. Ist nicht jedermanns Sache, also meine Sache wäre es ehrlich gesagt auch nicht so. Ich finde schon, dass es irgendwie schöner ist, wenn so ein bisschen schon so ein Vibe da ist oder schon, man hat sich schon so ein bisschen angewärmt und dann macht man den Move sozusagen. Aber ja, Hut ab für Leute, die das können, so, ne? Genau, in diesem Sinne, macht die Fragenkurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.